Der Begriff der Smart City ist in den letzten Jahren zum Trend in der Stadtentwicklung geworden. Was man aber nun genau darunter versteht, erklärt uns Professor Michael Narutoslawski vom Institut für Prozess- und Partikeltechnik der Technischen Universität Graz. Wissenschaftliche Definition kann ich Ihnen keine geben, weil es keine gibt. Es ist wohl so, dass dieser ganze Bereich der, ich würde sagen, der neuen Urbanität so etwa entstanden ist auch mit der Überlegung von nachhaltiger Entwicklung. Ende der 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Dort ist man natürlich dann draufgekommen, dass gerade Städte der Brennpunkt der Entwicklung sind und dass die Änderung in Städten entscheidend sein wird für die Zukunft. Bereits in dieser Ära, wo also Nachhaltigkeit ein besonderes Schlagwort war, beginnend mit dem Umweltgipfel in Rio 1992, gab es ganz spezifische Überlegungen, wie man in Städten Änderungen durchführt. Und damals gab es ja auch den Startpunkt der lokalen Agendas, die sich ganz besonders auf Städte bezogen hat. Das war eine sehr interessante Entwicklung, die sich jetzt insbesondere an die Bevölkerung und an das Verhältnis zwischen Verwaltung und Bevölkerung gerichtet hat. Das war ein Startpunkt für sehr viele Grassroots-Initiativen in Städten. Jetzt zusätzlich zu dem kommt Ende der 90er Jahre, Beginn der 2000er Jahre, ich würde sagen, eine stärker technokratisch gefärbte Entwicklung, die sich mit Smartness beschäftigt. Und seit damals gibt es natürlich Smartness in allen Bereichen. Sie selber haben ein Smartphone, ich habe ein Smartphone. Es gibt Smart Devices. Und was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass hier einige Elemente zusammenkommen. Das eine Element ist eine interne Logik dieser Dinge, die dann smart sind. Also sie haben eine inhärente Intelligenz. Erster Punkt. Der zweite Punkt, der auch wesentlich ist, sie sind vernetzt. Und diese beiden Dinge kommen jetzt auf der technokratischen Seite in die Diskussion über die Entwicklung von Städten herein. Und wenn man diese beiden Ströme jetzt zusammenführt, auf der einen Seite diese Strömung, wir werden eine Änderung, auch eine gesellschaftliche Änderung in den Städten haben. Wir werden uns neue Modelle für Städte überlegen müssen. Städte, die wahnsinnig wachsen. Städte, die natürlich Umwelteinflüsse haben. Das ist die eine Seite, die also von den lokalen Agendas herkommt. Und auf der anderen Seite diese Frage nach Vernetzung, nach neuen technologischen Möglichkeiten, die sich jetzt bieten mit der Gesamtvernetzung über Internet, Internet of Things etc. Das zusammenfließt in diese Definition von Smart City hinein, die jetzt aufgegriffen worden ist, nicht nur von den Städten selber, sondern natürlich auch von übergeordneten Institutionen, insbesondere der Europäischen Union, auch der Vereinten Nationen. Das ist vielleicht der Ursprung dieses Smart City Begriffs, der jetzt immer stärker in der Stadtplanung, in der Art und Weise, wie man Städte für die Zukunft denkt, Platz greift. Da gibt es einmal die rein, ich würde sagen, technokratische Ebene. In dieser technokratischen Ebene geht es eben darum, dass man in Städten neue Energiesysteme denkt, neue Leitsysteme denkt, aber auch neue Überwachungssysteme denkt, mit dem Ziel, das Techniksystem Stadt umweltverträglicher zu machen, aber auch für den Bürger sicherer und auch besser zu machen. Das geht hinüber bis in die Smart Mobility, wo man da natürlich auch versucht, die Mobilitätsverhaltensweise in der Stadt zu ändern und auch die Infrastrukturen zu ändern. Das ist einmal die technokratische Ebene. Da kann eine Stadt natürlich ganz, ganz massiv Einfluss nehmen im Sinne ihrer Bauordnungen, im Sinne dessen, wie sie ihre Stadtplanung auch in die Zukunft verlegt. Das ist diese Ebene. Die zweite Ebene, die ist vielleicht trickreicher. In dieser zweiten Ebene steht ja Smart City auch für eine neue Art und Weise, wie man die Gesellschaft in der Stadt neu denkt. Und da ist natürlich auch die Grundfragestellung da,
wie schaut eine urbane Gesellschaft in der Zukunft aus? Die geht auch davon aus, dass natürlich auch ihre Bürger smart sind. Nicht? Das heißt, ihre Bürger sind sozial divers, kreativ, stark vernetzt und gehen ein auf dieses System Stadt. Ein Teil dessen bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt in ganz neue Governance-Systeme hineindenken. Das kommt natürlich auch aus diesem Ast der lokalen Agendas heraus, wo wir ja über 10, 15 Jahre bereits Initiativen gesehen haben, die stark in den Bereich partizipativer Regierungsformen, partizipativer Organisationsformen gegangen ist. Und auch das ist Smartness im Bereich der Stadt, wo eine Stadt jetzt eingehen muss auf diese Art der partizipativen Planung. Und der dritte Punkt, der mit dem zweiten schon auch zusammenhängt, heißt natürlich auch, dass die Verwaltung selber sich ändern muss, offener werden muss, in ihren Datenflüssen und Daten dem Bürger gegenüber eine neue Transparenz zeigen muss und auch Dinge wie E-Governance und Ähnliches verfolgen muss. Also all dieses zusammen gibt Smart Cities und da kommen natürlich dann auch noch andere Dinge dazu. Da muss man sich auch überlegen, wie interagiert eine Stadt mit ihrem Hinterland, auch das ist natürlich eine Frage von Smartness. Wie agiert eine Stadt in ihren Wirtschaftsformen? Auch hier ist Smartness gefragt. Hier gibt es ja auch ganz, ganz neue Einflüsse einer Smart Economy, die sehr stark über diesen Vernetzungsgedanken jetzt auch hingeht zu einer Shared Economy. Auch das ist interessant und Sie sehen das ja auch in den Städten immer mehr Shared-Situationen von Urban Gardening auf und abwärts. Auch für die Tools gilt natürlich, dass das in unterschiedlichen Ebenen sich abspielt. Da gibt es auf der einen Seite, so wie wir das vorher auch diskutiert haben, die technologische Ebene. Das heißt, da gibt es jetzt eine Reihe von Tools, die einfach einer Planungsorganisation in einer Stadt die Möglichkeit geben, in die Zukunft zu schauen, neue Szenarien zu bilden und vor allem auch diese Qualität von Smart City darstellen, wo es nämlich zu vielfältigen und vernetzten Systemen geht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie die Energiesituation einer Stadt anschauen, dann haben wir ja, ich würde sagen, das traditionelle Bild, dass Sie also entweder ganz individuelle Möglichkeiten der Energiebereitstellung, der Heizung haben in den einzelnen Häusern und dann haben Sie ein zentrales System einer Fernheizung. Möglicherweise haben Sie auch ein Gassystem. So, das ist das, was herkömmlich da ist. Jetzt haben wir natürlich in den letzten Jahren eine Unzahl von neuen Technologien auf dem Markt, die jetzt eingesetzt werden können. Sie können sich vorstellen, Sie können Photovoltaik auf die Dächer tun, Sie können Solarthermie auf den Dächern haben, Sie können dezentrale Wärmepumpen definieren, die jetzt möglicherweise direkt nur ein Gebäude oder auch einen Gebäudekomplex oder eine Siedlung versorgen. Das heißt, Sie haben eine viel größere Vielfalt von Möglichkeiten und diese Vielfalt ist vernetzt in einer Stadt. Das heißt, Sie brauchen jetzt Planungsinstrumente einer neuen Energieraumplanung, die Ihnen mitteilen können oder die Ihnen errechnen können, wie schaut das optimale Netzwerk für eine Stadt aus. Diese Planungstools gibt es. Erst vor ganz kurzer Zeit hat das Lebensministerium in Österreich einen Leitfaden für diese Tools im Bereich der Energieraumplanung herausgegeben. Die sind sehr vielfältig und die können Ihnen jetzt für gewisse Situationen, für gewisse Siedlungen, für gewisse Quartiere in der Stadt bis hin zu ganzen Städten, die nicht zu groß sind, muss ich dazu sagen, diese neue Smartness in der Energieversorgung darstellen. Das ist einmal das Tool, das da ist, da gibt es alle möglichen, und will hier keine Werbungen machen für bestimmte Tools. Was aber wesentlich ist, und da komme ich jetzt zu dem zweiten Punkt, diese Tools sind natürlich technologische Tools und technokratische Tools. Die technokratischen Lösungen allein machen keine Smart City aus. Das, was Sie mit diesen Tools erreichen,
ist grundsätzlich immer, dass sie sehr gut basierte Szenarien errechnen können. Sie können unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen sagen, wenn ich diese Rahmenbedingungen vorgebe, dann ist dieses System, das ich habe oder das ich hier aus diesem Tool herausbekomme, das Optimale in ökonomischer Hinsicht, möglicherweise auch in ökologischer Hinsicht. Das können Sie darstellen. Und Sie können jetzt unterschiedliche Rahmenbedingungen vorgeben und damit unterschiedliche Szenarien definieren. Was das Schöne daran ist, das spielt wieder zurück in diese Frage der partizipativen Planung. Sie können jetzt mit diesen Szenarien mit Ihren Stakeholdern in den Städten kommunizieren. Und zwar auf einer ganz neuen qualitativen Ebene, indem Sie nämlich nicht mehr streiten um einzelne Technologien, um einzelne Lösungsvorschläge, sondern um die Art und Weise, wie man systemisch Smartness in einer Stadt erreicht. Diese Tools sind jetzt da für die Energieraumplanung. Dort sind sie bereits sehr stark ausgebildet, aber es gibt natürlich dann auch andere Tools, wo es einfach um die Hardware einer Stadt geht. Nicht? Wenn Sie sich überlegen, dass natürlich Smartness auch bedeutet, dass Sie kurzfristig auf Entwicklungen reagieren, dann ist es natürlich auch so, dass Sie jede Art von Sensorik in der Stadt plötzlich haben oder haben können, die Ihnen hilft, Verkehrsströme zu lenken, aber auch zu reagieren auf irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse, schnell vor Ort zu sein und damit natürlich auch den Bürgern mehr Sicherheit zu geben, einen Service zu bieten mit der, würde ich sagen, hinteren Seite, dass sie natürlich auch eine stärkere Überwachung haben. Auch die Stadt Graz ist auf dem besten Weg dazu, eine Smart City zu werden. Naja, das Erste ist einmal, dass Graz sich bewusst geworden ist, dass es eine Smart City werden will. Das ist, glaube ich, schon einmal die halbe Miete. Das bedeutet natürlich auch, dass Graz, wenn es sich bewusst wird und wenn es konsequent agiert, auch seine Verwaltung und natürlich auch die, sagen wir mal, mit der Stadt verbundenen Institutionen der Energieversorgung, der Verkehrsversorgung etc., jetzt auf diese Zielsetzung hin ausrichten muss. Das ist zum Teil bereits in die Wege geleitet. Es gibt auch schon durchaus interessante Ergebnisse. Wir sehen ja auch, dass etwa sich das Energiesystem gerade unter der Überlegung, wie sieht das jetzt aus mit zentralen Versorgungen gegen dezentralen Versorgungen, eben auch neu aufzustellen beginnt. Das sehe ich einmal als eine sehr, sehr positive Entwicklung. Das Zweite, was natürlich in Graz auch ist, und da geht Graz einen Weg, den auch viele andere Städte gehen, ist, dass man versucht, in Graz beispielhafte Smart City Quartiere zu schaffen. Wir haben in Graz das große Glück, würde ich einmal sagen, einiger Brownfield-Situationen. Also von Situationen, wo wir Industrien gehabt haben und diese Industrien entweder abgewandert sind oder sich verändert haben. Und wo der Flächenbedarf dafür zurückgegangen ist, die entsprechenden Beispiele kennen Sie, das ist also rund um den Hauptbahnhof, auf der anderen Seite auch natürlich die Reininghausgründe und andere auch. Was schon aus der Sicht der Entwicklung in Richtung einer Smart City hin interessant ist, ist, dass Graz es dort angelegt hat, Smart Quartiere zu schaffen und das auch durchgängig gemacht hat und auch mit einer doch sehr konsequenten Planungsstrategie gemacht hat. Und die Ergebnisse sind sicherlich international herzeigbar in diesen einzelnen Quartieren.